Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne. Die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer sehen mich alle neidisch an. Ich bin bei uns im Block der schönste Mann. Morgens, wenn ich aufstehe, bin ich meistens schon allein. Erst spring ich in die Hosen, dann bei Frau Müller rein. Erstens, weil sie Dusche hat, zweitens, weil sich's lohnt. Und drittens, weil die arme Frau nicht gern alleine wohnt. Dann schau ich bei der Rentnerin im dritten Stock vorbei. Dort wartet pünktlich um 8:30 mein hartes Frühstücksei. Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne. Die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer schauen mich alle neidisch an. Ich bin bei uns im Block der schönste Mann. Ich hol mir bei Frau Krüger den Zucker für den Tee. Den Zucker krieg ich und noch mehr, bevor ich wieder geh. Zum Kaffee trinken gegen 10 besuche ich Frau Schmidt. Der bring ich, dass es besser schmeckt, Frau Krügers Zucker mit. Wenn ihr Mann uns dabei stört, dann rühre ich kein Glied und springe hinter'n Vorhang, damit er mich nicht sieht. Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne. Die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer sehen mich alle neidisch an. Ich bin bei uns im Block der schönste Mann. Bei Frau Schulz im Hochparterre sind die Kartoffeln gar. Zum Mittagessen um 12:30 bin ich pünktlich da. Den Mittagsschlaf von 2 bis 4 mach ich bei Frau Scholz. Die hat nicht nur vor ihrer Tür einen großen Stapel Holz. Da liege ich, bis Fräulein Schröder Feierabend macht. Ich esse mit ihr Abendbrot und bleibe über Nacht. Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne. Die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer sehen mich alle neidisch an. Ich bin bei uns im Block der schönste Mann. Mein Gott, bin ich schön.